Boah! Da hab ich mich letztes Mal schon erschrocken. Einmal kurz hier raufklettern. Und hier rein. Soll ich mir überlegen, wo es lang geht? Okay. Hier. Zieh dich lieber nach oben. Die Aufzüge funktionieren nicht. Aber wir können immer noch klettern. Okay, das können wir. Warum nicht? Wollte sowieso nicht alleine abkratzen. Mit meinem Gehirn und ihren Muskeln werden wir ein exzellentes Team abgeben. Nichts tun. Dann gehen wir direkt weiter. Sie müssen. Da ist wieder der G-Man. Immer ganz geschillt, geht er mit seinen kleinen Köpferchen da durch die Gegend. Hier geht alles unter. Den sein Job müsste man haben. Ah, sie haben einen der neuen Schutzanzüge. Noch mehr Handgranaten, die wir nicht nutzen können. Hier ist noch ein bisschen Munition. Teilung. Hey, können wir die auch schon nicht nehmen? Und dann, zack, sind wir auch gleich an der Stelle, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Oh, da hängt ja einer. Komm, das schaffst du. Guckst du nur auf die andere Seite der Leiter. Oh je. Uah. Toll. Jetzt hatte ich mich so auf den da konzentriert. Freeman, ich hätte gedacht, dass Sie noch am Leben sind. Dass ich da einfach runtergefallen bin, kann doch nicht sein. Nein, das habe ich gerade so schnell eingesammelt. Egal. Ich kann nicht mehr. Viel länger. Tja, das haben wir eben schon gesehen, dass du nicht mehr viel länger kannst. Armer Kerl. Ach, komm schon. So, und hier hatte ich letztes Mal aufgehört. Ich kann mich aber noch aus früher daran erinnern, dass, glaube ich, die Marines danach kamen. Oh mein Gott, wir sitzen in der Falle. Aber Leute.
Und hier können wir jetzt auch unsere Rüstung auch aufladen. Wow. Boah. Diese scheiß Geschütze. Wenn das aufhört zu piepen, dann visitiert ihr uns nicht mehr an, solange wir nicht durch die roten Strahlen gehen. Da hört er jetzt gar nicht mehr auf. Ja, versuchen wir es einfach nochmal. Hey, was ist das denn? Jetzt ist es endlich kaputt. Muss beim nächsten Mal leichter gehen. Ah, ein Maschinengewehr. Also benutzt die gleiche Munition wie die Pistole. Ja. Wo ist es da? Nee. Erste. Ist hier noch irgendwas versteckt? Ja, eben gesehen, weil der Professor da durchgelaufen ist, ist es explodiert. Da hüpfen wir einfach drüber. Den Haftminen hier. Das ist halt leichter. Hm, wie kommen wir da rein? Wahrscheinlich nur über so einen Lüftungsschacht hier. Granaten habe ich es nicht so. Ah, das ist schon kaputt. So. Boah. Ach scheiße, das war ja noch eine. Die habe ich nicht gesehen. Mist. Ja, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Sterbe ich hier wegen diesen Mistviechern. Okay, war nur da. Ja, ja. So, jetzt machen wir den Fehler nicht nochmal. Wie die Missviecher.
Nehmen wir das. Doch, das sollten sie gewesen sein. Hier scheint es rutschig zu werden. Ist bestimmt dann auch wieder irgendwo ein Geschütz dahinter. Ja, da ist schon eins. Ach, was schießt der denn da? Oh. Da war ein Professor. Jetzt wieder der G-Man. Könntest du mir mal hier helfen, Mann? Man hört schon die Marines. Machen wir mal eine schnelle Speicherung. Ah. Tja, die sind leider nicht hier, um uns zu retten. Ist auch wieder wohl nur in der deutschen Version, dass die hier so Roboter sind und keine Menschen. Also gut, sind die nicht wirklich in den Schießen? Hey, wo bist du? Da oben, oder? Go! Oder noch irgendeiner schießt, wenn wir daneben stehen. Okay, jetzt sind wieder nur diese Viecher deiner Decke. So ungenau. Links oder rechts?
Obwohl es wesentlich wirkungsvoller ist als das Gewehr. Verstehst du nicht, ne? So, gehen wir jetzt mal noch auf der anderen Seite gucken hier. Was so gut bewacht ist, da muss aber irgendwas so sein. Nicht schießen! Ich gehöre zum Wissenschaftler-Team! Ich schieße nicht auf dich, Mann! Ach, der wurde von dem Vieh gefressen. Okay. Hast du ja? Ach, noch so einer. Bleib du mal da oben hängen. Nah genug rankommt, klingt das Pumpgang besser. Also wirklich gut im Schießen sind die Typen jetzt auch nicht. Aber jetzt sind wir auf der anderen Seite rausgekommen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich wollte übersehen. Da waren wir. Hier sind wir hergekommen. Ja, steht immer noch schön darum. Ist doch nichts. Na, ich will über den Sandsack nicht hüpfen. Nix. Hier sind wir wieder am Anfang. Da sind wir mit dem Aufzug hergekommen, oder? Ich meine schon.